weil es einfach ein bisschen unangenehm ist, darüber zu sprechen, welche Schwächen man hat und welche Seiten an einem selbst einem überhaupt nicht imponieren. Und ich hab einige davon, die ich nicht verstehe, von denen ich ganz oft nicht weiß, woher sie kommen und warum sie kommen, wann sie kommen und was sie brauchen, um wieder zu gehen. Ich weiß mittlerweile, ich muss meistens irgendwie, wenn ich verletzt bin oder irgendwie in Panik gerate, muss ich meistens irgendwo hingehen, eine Tür zumachen, sitzen, ein bisschen atmen und runterkommen. Und dann bin ich irgendwann wieder ich selbst. Aber diese Version von mir ist eine gruselige. Und ich versuche sie für meine Freunde und für meine Familie und für alle Menschen, die ich liebe, langsam loszuwerden. Und dieser Song hilft mir sehr dabei. Das hier ist Version von mir.